liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von Kanada. Ja, gehen wir rein, ne? Würde ich sagen. Ja, Training lief ganz gut. Platz 1 im ersten, Platz 2 im zweiten und nein, nicht Platz 3 im dritten, sondern Platz 1 wieder im dritten freien Training. Und auch diesen Schub wollen wir heute mitnehmen und das nächste Rennwochenende dominieren oder dieses Rennwochenende dominieren. Im letzten Rennen war es eine Überraschung, einen Pole zu holen, aber so wie das Training momentan gelaufen ist, hoffe ich natürlich auch auf eine Pole hier in diesem Rennen oder heute, wie auch immer. Schauen wir einfach mal, was wir hinkriegen. Meistens waren die Trainings immer schneller als das Qualifying. So. Da sind wir wieder an der Strecke. So, die war ein kleines Nissan. So, auf geht's. Schnell vor den Mercedes noch gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob Hamilton oder Bottas ist hinter uns. Ich habe aber gefühlt, es ist Hamilton. Fahrer hinter mir. Giovinazzi is behind you. Na gut, das ist eh. Gut, das geht über die Startnummer, aber ich weiß, dass wir das. Gut, ich lass mal ziehen. Hamilton, danke schön. Ich hoffe, das war dein Flügel, nicht meiner. Ich hab gar nichts gemacht. Der ist mir doch ins Auto reingefahren. Ich bin normal auf meiner Linie geblieben, wollte ihn ziehen lassen und der fährt mir ins Auto rein. Ja, super, ey. Oh, ich muss die Rückbank immer setzen. Das wollte ich ja nicht. Jetzt dieses Problem mal nicht mehr. Eieieiei. Okay, dann ist es Lewis Hamilton. Ich lasse mal die Gridstrafe raus. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht gekriegt habe. Oder nicht kriege am Ende. Nee, alles ist gut. Sorry, dass ich da noch Rückblende reingeknallt habe. Eigentlich war es anders gemeint, gedacht. Ich dachte mir, das Auto steht schon hinter mir, deswegen lasse ich den kurz ziehen. So, der Vorteil ist, dass wir dreimal Soft haben. Das heißt, ich kann heute ein bisschen mehr fahren als alle anderen. Gut, gib ihm. So, mal gucken, ob man den Schwung mitnehmen kann aus dem Training. So, der erste Sektor sagt natürlich klar, schon mal violett. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme. So, können wir auf Anhieb die Bestzeit schaffen. Der erste, der so packt, ist Lewis Hamilton. Wir kriegen es aber. That's the fastest lap so far. Well done. Wir haben es geschafft, die erste Bestzeit. So, Hamilton hat eine 1:14.3. Wir haben 10-1 mittlerweile gefahren, also sind wir ein bisschen besser dran jetzt gerade. Jawohl. Schon mal die Aussage gemacht. Sein dritter Modern, Norris auf 4. So, können wir unsere zweite Pole in dieser Saison holen? Die zweite sogar hintereinander.
In der letzten Saison haben wir, glaube ich, allgemein nur eine geholt. Und zwar die in Brasilien. There's only one lap of fuel remaining. Ja klar, das, die Benzinmenge, die ist klar. So, jetzt lasse ich mal alles, was hinter mir ist, so ein bisschen durch. Weil da kommen jetzt, glaube ich, Kwiat. Ja. Sainz, Bottas. Einfach mal den Zug da durchfahren lassen, bloß nicht im Weg stehen. Weil Sainz, glaube ich, jetzt in die Box gehen wird. Bottas weiß ich nicht. Bottas geht vorbei. Okay, dann wird der nicht in die Box gehen. Dann wird der nicht, bitte die Runde durchfahren. Und der stellt sein Auto auf die 2. Noch vor Lewis Hamilton, hinter uns direkt. Na gut, passt. So, ja, die Abstände. Die Mercedes sind knapp dran an uns, sonst schon eine etwas größere Lücke von über einer halben Sekunde mehr als auf Carlos Sainz und Perez dahinter. Er sieht ja die Top 10 momentan. Momentan liegen wir vorne. Noch ohne Zeiten alles ab. Vettel abwärts. Die ersten 10 haben Zeiten und danach ist schon der. Haben noch alle anderen keine Zeit. Aber die werden dann nur noch ein bisschen was fahren. Also, wir haben jetzt momentan dran. Wir haben noch 12,5 Minuten. Die Strecke ist relativ kurz. Also, wir können jetzt so 3-4 Minuten warten, den zweiten Versuch setzen und dann am Ende nochmal einen dritten reinsetzen. So. We're 15th in the speed trap, 336.8 kilometers per hour. I know the team back at the factory put in a lot of hours getting the car ready for you this weekend. Let's repay them with a strong performance. So, und dann sind wir gut dabei. Ocon ist jetzt, hat sich jetzt ein bisschen da reingeschoben. Ich meine, so ein bisschen auch der Corona Erzfeind, aber ja, der hat schon einige Dinge sich auch gegen bei mir erlaubt. Ich weiß, ich bin auch nicht immer gut gefahren. Auch im letzten Rennen habe ich echt wieder ein bisschen ein paar Dinge drin gehabt, die mir nicht so gefallen haben. So. So, da fahren sie rein und da ist Mick auch schon. Jetzt auch wieder von seiner schnellen Runde. Ich weiß gar nicht, wo der momentan liegt. Ja, momentan leider nicht in den Punkten und zwar nur auf der 16. Okay, the circuit is clear at the moment. We're good to go. Gut, dann sagen wir auch uns mal, wir fahren raus. So, raus auf der Strecke. So, fahren wir raus. Bisschen Frischersatz Reifen. Dann haben wir nämlich auch die Chance, am Ende zu kontern. Wir haben noch 9 Minuten 40. Also wir haben noch Zeit genug, um sie die Rechtszeit mitlaufen und mit der Hand zum Führender. Vielleicht schaffen wir eine 9er Zeit da unten hinsetzen.
Vielleicht können wir zu 9er Zeit setzen. Mal gucken. Vielleicht vom Satz reifen und Satz frische Reifen. So, hier durch die Haarnadel kurz durch noch. So, gib ihm. Wie gesagt, da wir nicht viel Zeit haben. Konzentrieren gerade. We have two laps of fuel remaining. Sektor 1 violett. Ich weiß noch nicht, wie der Abstand gerade ist. Ah, eine knappe Hundertstel. Das hatte ich ein bisschen abgekürzt. Was reicht für die 9er Zeit, die ich eigentlich nicht auch so angepeilt habe. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fahren jetzt nochmal in die Box, holen jetzt nochmal einen Satz reif und dann versuchen wir die Bestzeiten zu kontern. So, hinter uns momentan Bottas, Lewis Hamilton, Esteban Ocon und Sebastian Vettel. Das sind momentan die ersten 5. Dann wollen wir das Ding dann morgen noch, aber wer zieht die Pole noch safe? Und dann morgen das Rennen gewinnen, dann bin ich eigentlich mit einem super Wochenende zufrieden. Aber wie gesagt, es kann tatsächlich noch sich ändern, weil bis jetzt, ne, 2 Punkte haben wir geholt schon diese Saison, genau, Niederlande und Baku, und beide sind mal auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Bringt uns die vielleicht dritte Pole diese Saison, die ja jetzt möglich ist, weil der Abstand ja noch ein bisschen was größer geworden ist, kann, bringt es die diesmal Glück und beschert uns zumindest einen Sieg. So, ich nehme mal noch mal einen Satz mit. Wenn die jetzt dann alle rausgehen, gehe ich auch noch mal raus. Da. Also Sainz hat seinen, glaube ich, seinen zweiten Versuch gerade schon verschossen. Momentan Abstand etwa eine halbe Sekunde hinter. Vor Walter Ribotta, Entschuldigung, nicht hinter, sondern vor. Boah, das geht jetzt auch raus, also gehen wir auch auf die Strecke. Everyone ready? Okay, let's go. Okay. So, 4 Minuten haben wir noch, also 4,5 haben wir noch. Und die Bestzeiten zu kontern. Natürlich werden jetzt viele auf der Strecke sein. Bottas habe ich schon gesehen, der ist raus.
Der ist schon ordentlich ein Stück vor uns. Aber mal schauen, was halt möglich ist noch, ne? So, geht der jetzt schon wieder Richtung letzte Richtung Stadt Richtung lange Gerade. Stadtzielgerade, ja klar. Noch ist es nicht ganz so weit. So, können wir die Zeiten packen? Können wir nochmal. Können wir vielleicht sogar eine Möglichkeit, Bottas zu kontern? Oder können wir vielleicht Bottas halt nochmal kontern und gucken, was er macht? So, geht ihm. Drei Minuten 30 haben wir noch. So, ich muss jetzt gerade ein bisschen schweigen. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen Vorsprung mit. Und das ist aber eine Bestzeit. Die wäre jetzt hin. Ja, jetzt kann man nämlich nichts mehr machen. Yes! Nochmal den Bottas ein bisschen Druck gemacht. Fahrer hinter mir. Bottas is behind you. Their best lap time is a 1:10.0. Er hat seine Zeit nämlich nochmal verbessert. Aber nicht schnell genug. Pole Nummer 3 diese Saison winkt. Die zweite hintereinander. Langsam fängt sich auch der Mercedes-Motor einzuarbeiten. Deswegen, es sind noch Minute 40. Also wir haben noch ein bisschen Zittern. Weil hinter uns müsste jetzt Lewis, ne, dürfte Lewis Hamilton kommen. Kann aber sein, dass es schon der Bottas ist. Die Strecke ist ja nicht besonders lang. So, ich lasse den Wagen jetzt gleich durch. Lass dich irgendwie im Weg stehen. Warte mal, dann setze ich mich vor dir auf die, vorne auf die linke Seite, weil ich gehe in die Box dann. Hamilton ist es. Das war das Styroporplättchen. Und Bottas steht schon in der Box. Der wird nichts mehr machen können. Das sehe ich gerade tatsächlich. Das habe ich zu viel. Aber was passiert? Was macht Hamilton? Was macht Sainz? So, die gehen natürlich jetzt alle auf die Strecke, aber ja, es macht manchmal viel aus, wenn man dann am Ende doch die weichere Mischung fährt, weil halt eben man da so die Möglichkeit im Mittelsektor nochmal eine Zeit zu verbessern und dann am Ende nochmal zu kontern. So, Bottas, wie gesagt, ist in der Box. Der wird nichts mehr machen. Wie wird es am Ende ausgehen? Lewis Hamilton. 19:08:22:0. Ist knapp hinter uns. Jetzt hat er nochmal im letzten Sektor. Wir haben noch 6 Sekunden. Und dann wissen wir. Vielleicht kann er nochmal im letzten Sektor was rausholen. Wenn der nochmal eine Zeit rausgeholt hat, dann kann der tatsächlich auf 1 noch fahren. So, das Ding blendet aus. Schade, der hätte richtig Zeiten von den Leuten runterverlaufen lassen müssen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen.
seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, Paul. Paul Nummer 3 nach den Niederlanden und Baku, jetzt auch in Kanada, die dritte Pole der Saison. Können wir tatsächlich dieses Mal endlich nach Hause fahren und uns den Sieg holen? So, gucken wir auf die weiteren Plätze. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, beide konnten ihre Zeiten nicht mehr verbessern. Charles Leclerc, gute Überraschung auf 4. Vettel auf 8, aber für mich enttäuschend die beiden Red Bull auf den Plätzen 12 und 13 mit Verstappen und Albon. Mal gucken, was für uns drin ist. Wir haben einen guten Abstand geholt. Die Zeiten waren gut. Das Training war gut, das Qualifying war gut. Und jetzt muss das Rennen noch sehr gut werden. Dann haben wir den Sieg hier in der Tasche. Und das wäre der erste Saisonsieg. Aber, naja, Monaco wäre nicht, Kanada wäre nicht Kanada, wenn es nicht was passieren würde. Oder das Spiel wäre was so. So. Gut. Ja, mal schauen, was hier im Rennen drin ist. Das sehen wir uns dann nämlich morgen schon an. Genau, das sehen wir so morgen an. Dann haben wir das auch durch. Dann wären wir fast bei der Hälfte, also noch dann 2 Rennen. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So. Ja, da haben wir eine gute Chance. Sehen wir uns dann morgen. Bis dahin oder wiedersehen. Dann sind es 18 Runden hier in Kanada. Bis dahin. Ciao.